Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar wollen wir uns diesmal mit dem Film Armageddon beschäftigen, beziehungsweise allgemein mit, wenn ein Asteroid auf unsere Erde stürzt, was dann passiert, wenn wir ihn in einer gewissen Entfernung zu der Erde explodieren lassen. Und deswegen holen wir uns einfach mal die Erde und den Mond. Das ist ja relativ Wumpe, das reicht eigentlich für uns, für den Zweck. Und verlangsamen mal deutlich die Zeit. Und dann können wir es mal angucken in verschiedenen Distanzen. Um realistisch zu bleiben, bei Armageddon haben wir einen ungefähr 1000 Kilometer großen Körper. Das ist ja eigentlich schon, ja, es ist fast der, es ist in etwa der Pluto. Und ja, sonst vielleicht würden wir dann einfach mal, wen benutzen wir? Wirst du etwas kleiner, wir benutzen etwas leicht größeres, wir benutzen Eris. Achso, wir wollen ihn natürlich abschießen. Und direkt hier drauf. Jetzt haben wir da oben unseren Asteroiden, der so langsam auf uns stößt. Und sind noch so in etwa, ja, durch den Winkel würde ich sagen, in etwa einer Mondent, ja, nicht mehr ganz in der Mondentfernung. Aber wir werden ihn jetzt einfach mal explodieren lassen. Upsala, nein, nicht Launch, sondern Explode. Und aber wir haben ja keine Klimasimulation an, deswegen ist es, glaube ich, relativ egal gerade. Aber wir gucken mal. Wir haben es explodieren lassen und jetzt haben wir es ordentlich beschleunigt. Und jetzt sehen wir, wie auch in so einer großen Entfernung, fast von einer Mondentfernung, also von 300.000 Kilometern, immer noch relativ viele Teile wahrscheinlich die Erde treffen werden. Und dann hat uns eigentlich nur noch, hätten wir die, in Anführungszeichen, den Schuss des Asteroiden nur noch in eine Schrotkanone verwandelt. Schrotkugel. Da macht's mal da. Ja, und sieht nicht so gut aus für die Erde, muss ich sagen. Wenn man das so anguckt. Weil hier weiß ich nicht, ob das noch treffen wird, aber die werden definitiv noch treffen. Und ein Einschlag davon reicht eigentlich schon aus, um relativ großen Schaden anzurichten. Ja, dann können wir mal ein bisschen, noch ein bisschen hier voranschreiten. Hier ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Damit man hier Bewegung im Bild hat. Und dann mache ich mal das HUD aus. Das ist so, vielleicht auch noch mal ein bisschen die View. Zack, zack. Und dann sehen wir hier gerade wunderschön, wie die, ups, nein, nicht ranzoomen, wie die Erde, wie die Atmosphäre brennt. Und wie noch weitere Partikel auf die Erde einschlagen. Wir können es noch ein bisschen schneller machen. Und wir sehen hier, also, die Erde, so wie wir sie kannten, jetzt gibt es jetzt nicht mehr, wir sind jetzt schon bei 1000 Grad. Das ist natürlich schon eine gewisse Gradzahl. So. Hier die Teile haben wir jetzt zwar nicht getroffen, aber die werden wahrscheinlich auch irgendwann wieder zurückstürzen. Das ist so das Problem daran. Und wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück zum Erde und Mond. Und jetzt gucken wir es mal aus einer größeren Distanz an. Und nochmal gleich aus einer ganz nahen Distanz. Das heißt, wir nehmen wieder, wo waren wir hier? Bei Miner, bei C. Ne, was hatten wir? Eris, genau. Und schießen ihn auf die Erde ab. Und wollten jetzt ihn noch explodieren lassen. Wo ist er denn jetzt? Da. Bumm. Explodiert. Wir haben ihn gerade mit einem Atomsprengkopf gesprengt. Und jetzt haben wir hier eine gewaltige Schrotmunition. Also, dass uns da was von trifft, ist wahrscheinlich schon wahrscheinlicher, als wenn wir jetzt ihn einfach von seiner Bahn ablenken würden, anstatt ihn einfach zu sprengen. Also, man könnte sagen, das war haarscharf. Aber auf jeden Fall so bei einer mehrfachen Mondentfernung, wir waren jetzt bei dreimal oder, ne? Eins, zwei, drei. Könnte man auch messen, glaube ich, hier irgendwo. Müsste man das messen können, aber das habe ich jetzt nicht getan.
Und definitiv wurden wir jetzt hier bei so einer Entfernung nicht getroffen. Dann gehen wir nochmal zu der Erde und Mond und schießen hier drauf. Erneut. So, da meiner, den Eris drauf ab. Und sprengen ihn erst in einer unmittelbaren Entfernung vor der Erde, wenn man ihn auch sieht, so wie es meistens in den Filmen ja passiert. Ich will ran, so um Danke. Wir haben jetzt da noch so ein kleines Objekt. Es kommt so langsam näher. Und so kurz bevor es einschlägt, fliegt es dann in die Luft und ja, also. Da glaube ich, muss man nichts mehr zu sagen. Da trifft uns halt dann trotzdem alles. Also. Die Kraft ist nicht stark genug, um sie von unserer Erde wegzuschießen. Und eventuell haben wir jetzt auch gleich ordentlich Deformierungen drauf. Ich kann ja mal weitermachen, bis sich der Planet wieder abkühlt. Das sollte er ja irgendwann tun, die Erde. Oder auch nicht. Wir haben 4700 Grad drauf. Ja, sehr akkurate. Ja, wir können sie auch einfach selber kälter machen. 12 Grad. Ey. Mach ich's jetzt so kälter? Ah, wir kühlen die Erde jetzt von Hand ab, könnte man sagen. Wir halten mal einen Eispack drauf. Also die Erde ist schon mal für Jahrhunderte nicht bewohnbar. Oder für Jahrtausende, für Jahrzehntausende, für Jahrhunderttausende. So, Surface-Temperatur 100 Grad. Upsala, hey. Verschämtheit. Ja, auf jeden Fall ist es noch zu heiß hier. Wir haben auch eigentlich, ja, aber ist noch alles da. Wir haben noch ein bisschen organisches Material, wo auch immer das sich versteckt. Oder so, aber gut. Das dürfte ja wahrscheinlich auch relativ. Wir haben ja so richtig schönen Beulen drin. Das sieht man so richtig, wenn man einmal hier von der Seite guckt. Da sieht man, dass der Planet jetzt nicht mehr so ganz rund, nicht mehr so ganz seine runde Form besitzt, wie er sie besitzen sollte. Und dann gehen wir noch einmal hierhin zurück, machen das mal mit einem kleineren Körper. Also einfach mit einem zufälligen Asteroiden. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Und gucken wir an, wenn wir jetzt einen kleineren Asteroiden haben, 30 Kilometer. Was passiert, wenn wir ihn. Upsala, nein, ich möchte jetzt nichts editen. Wenn wir ihn kurz vorher in die Luft jagen. So, wir sind jetzt bei einer Mondentfernung. Und bei einer Viertel sprengen wir ihn. Das müssen wir mal deutlich langsamer machen. So. Wir wollen jetzt nicht die Erde auch aus Versehen sprengen. Jetzt haben wir hier wunderbar die Fragmente, die angeflogen kommen. Die Schrotmunition hier. Schalten wir mal die View wieder aus. Hier zack, zack. Und langsam aber sicher bewegen sie sich zur Erde. Und werden auch gleich wieder allesamt in die Erde einschlagen. Also selbst bei einem kleinen Asteroiden bringt uns das halt nicht wirklich was. Nur dass wir dann dass der Asteroid dann in sehr größere Flächen einschlägt, als er es normalerweise tun würde. Ja, der erste Einschlag, die ersten, was weiß ich, 100 Einschläge. Jetzt kommen die Nachzügler.
und schlagen alle ein, deswegen Partikel, die über die Welt fliegen und einschlagen. Wir haben halt einen sehr begrenzten Anführungszeichen Krater, das ist auch schon relativ groß im Wasser, würde ich sagen. Und natürlich. Damit jetzt nicht so eine große in Anführungszeichen Erderwärmung, weil geht halt noch und die wird halt definitiv auch sich ein bisschen ausdrücken. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen schönen Krater hier hinten im Wasser. Wenn er jetzt so, wenn sowas dann auf Europa fliegt, ist es wahrscheinlich nicht mehr so schön, weil das ist schon so, hat so die Ausmaße von Deutschland. Aber gut. Damit soll es dafür mit diesem Video getan sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Anmerkungen in die Kommentare vielleicht. Mal gucken. Und ich bin raus, euer DVK.